Wir stürzen uns dann mal gleich rein in unsere Zuschauerfälle. Wir sind verbunden mit Mario Reimer, er ist Bauchredner, Moderator und Kleinkünstler. Wir haben in der Sendung schon sehr, sehr oft über die großen Künstler gesprochen. Jetzt haben Sie sich an uns gewandt. Wo drückt bei Ihnen der Schuh? Naja, der Schuh, der drückt bei uns vielen Künstlern. Ich bin ja nicht der Einzige, dem es jetzt drückt. Es sind ja ganz, ganz viele. Es sind Zauberer, Musiker, Disc-Jockeys, Veranstaltungstechniker, die alle natürlich in Not sind. Und ich telefoniere natürlich auch mit vielen Kollegen. Die Kollegen und ich, wir haben auch alle seit März im Grunde genommen keine Auftritte und auch keine Perspektive, also keine planbare Perspektive, wie das Ganze im Grunde genommen weitergehen soll. Die Leute haben Angst zu feiern. Wir haben Versuche gestartet, so Testballons mit befreundeten Gastronomen zum Beispiel. Haben wir 8 Termine angesetzt nach Hygienestandards. Alle Termine wurden abgesagt, weil natürlich der Gast hat Angst. Ich verstehe das auch. Und wir haben es ja auch mit einer schwerwiegenden Krankheit zu tun. Nur ich konnte 20 Jahre zum Beispiel meine Familie damit wunderbar ernähren, mit meiner Kunst, und kann es auf heute auf morgen nicht mehr, weil mir ein Berufsverbot auferlegt wurde. Und jetzt ist der Punkt so angekommen, die Grundsicherung ist alles gut und schön. Es ist aber, glaube ich, nicht das richtige Instrument, um unsere Zielgruppe, um unsere Berufsgruppe aufzufangen. Und wie gesagt, ich habe Frau, Kind, Hund, wir haben Haus. Und es ist jetzt schon mal also mittlerweile so weit, dass man sagen kann, es geht alles den Bach runter. Und so kann es nicht sein, dass wir von der Politik leider Gottes irgendwie gar keinen oder wenig angehört werden. Herr Reimer, lassen Sie uns das nochmal genauer besprechen. Tatsächlich seit März haben Sie keine Auftritte. Sie mussten wahrscheinlich auch viele Auftritte ja canceln und das Geld natürlich dann auch zurückzahlen. Wovon leben Sie jetzt? Ja, ich bekomme aktuell die Grundsicherung, die natürlich hinten und vorne nicht reicht, um, sag mal, den Lebensstandard zu halten, den man natürlich vorher gehabt hat. Weil die Auftragslage war gut. Normalerweise ist das ganze Jahr gut durchgebucht. Jetzt kommen die Weihnachtsfeiern normalerweise. Da steht nicht eine einzige Feier an. Im Anschluss kommt immer Meißler der Karneval. Der wird auch reihenweise abgesagt. Und die wenigen Veranstaltungen, die wir haben, die werden im Grunde genommen ja aufs nächste Jahr verlegt. Das heißt, wir holen den Umsatz ja nicht wieder rein. Wir machen nächstes Jahr im Grunde genommen vielleicht ein bisschen von dem weg oder gut, was wir dieses Jahr nicht hatten. Wir haben auch sehr oft wirklich richtig bekannte Künstler bei uns in der Sendung gehabt, die haben das auch angesprochen. Fühlen Sie sich so ein bisschen vergessen, weil alle immer nur schauen, wie geht's mit den großen, wichtigen Prominenten weiter, aber keiner schaut auf Sie? Naja, wenn die Großen schon schreien, so muss man das ja leider Gottes sagen, wenn die großen Künstler schon schreien, die auch schon lange im Geschäft sind, wie soll es dann für uns in Anführungsstrichen Kleinkünstler sein? Also ich spreche mit Kollegen, die weinen zum Teil bei einem Telefon. Und wie gesagt, die Grundsicherung ist sicherlich ein Instrument, was uns sicherlich auch erstmal hilft. Aber wir haben ja trotzdem eine große Lücke und diese finanzielle Lücke, die muss ja irgendwo geschlossen werden. Und wir als Solo-Selbstständige im künstlerischen Bereich haben ja meist keine großen Betriebskosten. Das heißt, diese Überbrückungshilfe ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein für das Wenige, was wir meist an Betriebskosten haben. Und das Schlimme ist, wir kommen ja noch nicht mal daran, weil die Steuerberater oder Steuerberaterinnen ja gar nicht hinterherkommen, die Anträge zu bearbeiten. Also selbst meine Steuerberaterin sagt, sie kommt gar nicht hinterher, weil sie kommt gar nicht zum Alltagsgeschäft, weil alles zu viel wird. Wie müssen Sie sich denn jetzt einschränken? Ja, also wir haben, ich sag mal, uns fehlen jeden Monat mindestens 50% der finanziellen Kosten, die wir haben. Klar, also es gibt einen Teil für mich, es gibt einen Teil für meinen Sohn, für meine Frau gibt es einen kleinen Teil, obwohl sie ist auch im Angestelltenverhältnis, aber im Teilzeitbereich. Ich bin so weit, dass ich am Job suchen bin und mir einen ganz normalen Job wieder suchen muss. Nur, wer stellt mich denn ein? Ich bin 20 Jahre lang selbstständig, ich habe auch Abitur, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich habe Betriebswirt, aber wer stellt mich denn nach 20 Jahren ein? Ich kriege ja nur Absagen. Das ist ja das größte Problem. Also selbst da, also man geht ja schon alle Wege. Ich bin Optimist und ich bin wirklich, wirklich stark Optimist, aber so langsam geht auch mir der Optimismus aus. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwer. Also Ihr Fall ging uns auch wirklich zu Herzen. Ich nehme an, Kempkens dazu. Das ist wirklich schon bitter, wenn man da auch keine Rücklagen hat und vor allen Dingen auch keine Perspektive. Herr Reimer hat gesagt, die Weihnachtsfeiern werden jetzt auch schon abgesagt. Immer auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Planung. Wie sehen Sie den Fall?
Also das Problem ist ja, dass die Bundesregierung und natürlich auch ja, die Verbraucherverbände immer sagen, es gibt ja die Ticketlösung, damit sind die Verbraucher schon sehr, ja, sehr belastet. Das ist ja die Ticketlösung, die Gutscheinlösung, die eben davon ausgeht, wenn jemand ein Ticket gekauft hat für eine Veranstaltung, dann bekommt er im Moment ja kein Bargeld zurück, sondern nur einen Gutschein. Das hilft aber, und das ist das Problem dabei, nur den Veranstaltern und nicht den Künstlern, weil dieser Zahlungsaufschub, dieser Rückzahlungsaufschub nicht bei den Künstlern ankommt, sondern bei den Veranstaltern bleibt. Denn die Künstler müssten ja eigentlich sagen, ich habe Ausfallhonorare, ich habe ja Verträge. Denn die meisten Künstler haben ja für das ganze Jahr Verträge gehabt und die Verträge sind reihenweise einfach storniert worden und die Künstler bekommen ihr Geld nicht. Denn eigentlich hätten die Künstler ja auch noch einen Anspruch auf zumindest eine Teilentschädigung, sowas wie ein Ausfallhonorar. Und da sehe ich eigentlich das Problem, dass die Ticketlösung, diese Gutscheinlösung, gut ist die für die Veranstalter, aber die Veranstalter müssten eigentlich zumindest einen Teil auch an die Künstler weitergeben. Und ich glaube, da ist das Problem. Herr Reimer, haben Sie denn tatsächlich auch Ausfallhonorar gefordert von Ihren Kunden? Na, man möchte ja keinen Kunden verlieren. Das ist immer das große Problem. Das war ja auch schon mal ein Thema in Ihrer Sendung. Man möchte irgendwo auch keinen Kunden verlieren. Und somit hat man eigentlich alles, was jetzt gewesen wäre, aufs nächste Jahr, auf 2021 verschoben. Aber den Termin, den man 2021 dem Kunden gegeben hat, wo der Termin dieses Jahr gewesen wäre, den kann ich nicht doppelt vergeben. Also der ist weg. Also das heißt, ich habe im Grunde genommen im nächsten Jahr fange ich das auch bei weitem ja nicht wieder auf. Wir geben Ihnen jetzt 30 Sekunden Zeit. Sie können einen Appell an die Politik, richten oder auch vielleicht einen Mutmachappell an Ihre Kollegen. Haben Sie 30 Sekunden für uns? Ich habe auch länger. Dann los. Ja, gerne. Liebe Politik, es wäre schön, wenn unsere Branche, die ja nun die sechstgrößte Branche, Wirtschaftsbranche in Deutschland ist, mit 130 Milliarden Umsatz, wo ja viele, viele Berufsgruppen dazugehören, wenn die auch erhört wird. Am 9. September ist ja auch eine Demo in Berlin. Und ich denke, wir müssen, die Grundsicherung ist nicht das, was uns auffängt, denn es gehen viele Existenzen kaputt. Es sind über 2 Millionen Beschäftigte in dem Bereich. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, in einem Land der Dichter und Denker, auch diesen Künstlern, und dazu gehört nicht nur Klassik, Jazz oder die Oper, sondern auch die leichte Unterhaltung, dass man uns da auch hilft. Ja, das saß. Merkt man, Sie sind Moderator, kennen sich in dem Showbiz aus. Wir wünschen Ihnen, dass es irgendwann wieder bergauf geht. Also das klingt jetzt nicht so. Sie sind trotzdem fröhlich, das freut uns. Sie sind Optimist. Ich hoffe, dass Sie so bleiben und dass es dann irgendwann mal wieder losgeht. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Mario Danke. Reimer, hallo. Vielen, vielen So, Dank.